Gabel, Stapeln Glück. Komm, wir gehen nie zurück. Komm, wir haben keinen Plan. Zusammen sind wir Marzipan. Du und ich. Du und ich. Komm, wir starten Quatschraketen hoch hinab zum Spaßplaneten. In den Kichersee und Fleisch. Wir suchen einen Schatzplatz. Und Niam Niam. Mit großen Konfetti und lautem Tam-Tam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Sag dir nicht wahr. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Sag dir nicht wahr. Super fantastisch. Nur du, 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 du und ich. Du, 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 du und ich. Dippe-dippe-dapp. Dippe-dippe-dapp. Oh, hallo, Kikaninchen. Komm, wir Gabel stapeln Glück. Komm, wir gehen nie zurück. Komm, wir haben keinen Plan. Zusammen sind wir Marzipan. Du und ich. Du und ich. Komm, wir starten Quatschraketen hoch hinab zum Spaßplaneten. In den Kichersee und Fleisch. Wir suchen einen Schachplatz. Und ich. Und Niam Niam. Mit großen Konfetti und lautem Tam-Tam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Sag dir nicht wahr. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Sag dir nicht wahr. Super fantastisch. Nur du und ich. Du und ich. Dippe-dippe-dapp. Ich würde gerne reiten, durch die Prärie. Aber ich weiß nicht, wie. Howdy, Kikaninchen. Kein Problem. Howdy, wir zeigen dir, wie es geht. Also, um auf das Pferd zu kommen, nehmen wir den rechten Fuß und steigen damit über das Pferd. Wir setzen uns hin und nehmen die Zügel in die Hand. Mhm. Genau. Den Kopf nach vorn und nach hinten. Nach vorn und nach hinten. Die Schultern hoch und runter. Hoch und runter. Wir halten die Zügel weiterhin fest in der Hand. Wir sitzen auf einem Pferd und reiten in die Prärie. Los geht's! Yippie-ja-ja und yippie-ja-i. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Yippie-ja-ja und yippie-ja-i. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Yippie-ja-ja und yippie-ja-i. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Yippie-ya-yay und yippie-ya-yi. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Yippie-ya-yay und yippie-ya-yi. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Yippie-ya-yay und yippie-ya-yi. Ich reite auf dem Pferd durch die Prärie. Juhu! Ja! Dippe-dippe-dapp. Oh, hallo, Kikaninchen. Komm, wir Gabel stapeln Glück. Komm, wir gehen nie zurück. Komm, wir haben keinen Plan. Zusammen sind wir Marzipan. Du und ich. Du und ich. Komm, wir starten Quatschraketen hoch hinauf zum Spaßplaneten. In den Kichersee und Fleisch. Wir suchen einen Schatzplatz. Und Niam Niam. Mit großen Konfetti und lautem Tam-Tam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Sag dir nicht wahr. Komm, wir erfinden eine Welt. Eine Welt, die uns gefällt. Eine Welt, die sich um uns dreht. Die uns versteht.
und ich. Lang und Niam Niam. Mit bunten Konfetti und lautem Tam-Tam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Einer von ganz vielen. Das mag ich mag. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Einer von ganz vielen. Das mag ich mag. Super fantastisch. Nur du und ich. Kaninchen? Wo hast du dich versteckt? Oh, hallo. Hast du Kikaninchen gesehen? Ja. Wo ist es denn nur? Da! Anni, du hast mich gefunden. Erzählst du mir jetzt eine Geschichte? Klar. Ja! Welche möchtest du denn hören? Eine Geschichte über eine Schule. Ich kenne eine Geschichte über eine ganz besondere Schule. Eine Schule, die sich jemand selbst ausgedacht hat. Und wer? Toni. Und das kam so. Ja? Toni ist 5 Jahre alt und geht in den Kindergarten. Er hat eine große Schwester, Mara. Mara ist schon 8 und geht in die 2. Klasse der Grundschule. Toni will auch in die Schule gehen. Aber Mara sagt, das geht nicht, du bist zu klein und Schule ist nichts für Kleine. Das ist gemein. Toni ist sauer, stinksauer. Ja, und auch ein bisschen traurig. Aber Toni überlegt sich was. Er macht sich einfach seine eigene Schule. Toni überlegt, was er heute in seiner Schule machen will. Rechnen vielleicht? Oder hämmern? Nein. Am liebsten will Toni kochen. Kochen soll ein Schulfach sein. Kocht man in der Schule denn? In Tonis Schule schon. Schön. Und was will er kochen? Was er am liebsten mag. Buchstabensuppe. Tonis Mama zeigt ihm, wie man eine ganz besondere Buchstabensuppe macht. Sie kneten einen Teig und formen daraus richtige Buchstaben. Alle Buchstaben, die in seinem Namen vorkommen. Sie kochen eine Toni-Suppe. T-O-N. Da ist ein Ton und ein I. Ein Ton? Ja. Toni hat einen Ton in seinem Namen. Und in seiner Suppe. Und welcher Ton ist das? Und dann ist die Suppe fertig. Und Toni darf probieren.
Lecker! Da kommt Mara aus der Schule nach Hause. Toni erzählt ihr von seiner Kochschule und von seiner Suppe. Mara will auch eine Suppe mit Ton. Dann isst sie den Ton auf. Der Ton ist in ihrem Bauch. Mara findet die Suppe richtig gut. Mhm. Und sie freut sich, dass Toni schon seinen Namen schreiben kann. Ich will jetzt auch eine Suppe mit Ton. Machen wir. Bis dann. Dibbidibbidab. Es war einmal ein Märchenwald, da tanzten ganz viele Leute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute. Es reißt sich, es sieht fast so aus, und Rumpelstilzchen die Beine raus. Ich kann dir sagen, was das ist. Rumpelstilzchen, tanz den Twist. Wir tanzen Rumpel, Rumpel, Rumpelstilzchen 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 Twist. Die Hänsel und die Gretel, nach zu viel Knusperknäuschen, sind rund geworden, aber tanzen. Sie sind ganz schön aus dem Häuschen. Schneewittchen dreht sich gerne im Kreis an jeder Hand als Berg. Dafür geben Zwerge alles, keinen hält's mehr hinterm Berg. Wir tanzen Rumpel, Rumpel, Rumpelstilzchen Twist. 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 Es war einmal ein Märchenwald, da tanzten ganz viele Leute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Oh, hallo, Kikaninchen. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Ich würde dich gern wiedersehen. Dann singen, tanzen, spielen wir mit allen meinen Freunden hier. Und ich. Wir pflanzen gute Laune ein und ernten lautes Lachen. Komm, wir heben nochmal ab und tanzen. Dippe, dippe, dapp. Du und ich. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Einer von ganz vielen. Ein Tag, den ich mag. Ein Tag wie Spaghetti. Lang und miam, miam. Mit bunten Konfetti. Und lautem Tam, Tam. Güle, das ist lange. Adios und tschö. Sei ihr Mann. Super fantastisch! Nur du und ich. Dippe, dippe, dapp. Was kann man da machen? Sie kann Mama und Papa anrufen. Ich will Mama und Papa anrufen, schreit Philippa. Oma holt das Telefon und bringt es Philippa ins Bett. Philippa erzählt ihrer Mama, dass sie jetzt schon beinahe richtig übernachtet hat. Nur noch ein bisschen schlafen. Mama sagt, das schaffst du, Philippa. Auch Papa macht Philippa Mut. Wenn du jetzt die Augen zumachst und schläfst, sind wir morgen, wenn du aufwachst, schon wieder bei dir. Aber da ist Philippa längst eingeschlafen. Und wer die Ohren spitzt, kann sie sogar schnarchen hören. Mach's gut. Dippe, dippe, dapp. Haben wir eigentlich genug Strohhalme? Toll, du hast hier einen eingebauten Strohhalm-Elefant. Schmeckt's nicht? Nein, das schmeckt total sauer. Das schmeckt nach Zitronen. Affe, du hast aber schon Orangensaft gemacht, oder? Du hast ja die Orangen mit den Zitronen verwechselt. Und wo sind jetzt die Orangen? Da sind sie ja. Orangen schmecken doch süß. Wir können doch einfach ein paar dazu tun. Super Idee. Eins, zwei, drei. Hui, los, Elefant, probier doch mal.
Und? Schmeckt lecker. Dann will ich es auch mal probieren. Mach's gut. Dippe, dippe, da. 7, 8, 9, 9,5, 10. Komm mal. Kikaninchen? Wo hast du dich versteckt? Oh, hallo. Hast du Kikaninchen gesehen? Wo ist es denn nur? Da. Anni, du hast mich gefunden. Erzählst du mir jetzt eine Geschichte? Klar. Ja. Welche möchtest du denn hören? Von einem kleinen Elefanten, der gerne träumt. Du meinst Nadu? Der kleine Elefant Nadu träumt oft davon, eines Tages der große Anführer seiner Herde zu werden. Aber er ist noch etwas tollpatschig. Und manchmal stolpert er sogar über seinen eigenen Rüssel. Dann lachen die großen Elefanten. Ui. Und Nadu bekommt einen knallroten Kopf. Und weißt du, wie sie ihn dann nennen? Nö. Nadu-Rotkopf? Dann möchte Nadu am liebsten unsichtbar sein. Er sucht sich einen Felsen und wird unsichtbar. Eines Tages versucht Nadu das erste Mal zu trompeten. Er holt tief Luft und bläst. Aber es kommt nur ein Geräusch wie ein Pups heraus. Alle lachen. Sogar seine Freunde Senta und Bumba pusten los. Wie gemein. Er bekommt einen roten Kopf und läuft davon. Oh je. Nadu zieht durch das weite Land. Da muss es doch einen Freund für mich geben, denkt er. Und tritt beinahe auf eine Ameise. Hoppla und hallo, sagt Nadu. Kennst du jemanden, der mein Freund sein kann? Die Ameise überlegt nicht lang. Na, ich? Wieso braucht man überhaupt Freunde? Ja, wieso wohl? Zum Spielen, zum Trösten. Und Freunde helfen sich immer, in der Not oder so. Du sagst es. Denn unseren Freunden nährt sich plötzlich ein Ameisenbär. Und der ist am liebsten... Ameisen? Ja. Nadu will ihn vertreiben. Er versucht zu trompeten und tatsächlich, es ertönt ein lautes... Ja. Und der Ameisenbär sucht das Weite. Die Ameise bedankt sich und verspricht Nadu, zum Abschied immer seine Freundin zu sein. Nadu freut sich und kehrt zur Herde zurück. Alle sind überglücklich, dass Nadu wieder da ist. Ja. Er wird ein bisschen verlegen und bekommt einen roten Kopf. Aber diesmal lacht ihn keiner aus. Nein, alle Elefanten trompeten ein Lied für ihn. Er probiert es auch. Und siehe da. Er trompetet wie ein Weltmeister. Bis dann. Dippe, dippe, dapp. Oh, hallo. Ich habe heute verschlafen. Dabei bin ich gleich mit Christian und Kikaninchen verabredet. Also meine Haare sind jetzt trocken. Was kommt als nächstes? Auweia, ich sehe ja aus wie eine alte Zottelziege. Da muss ich mich wohl erst mal bürsten. Oh, das zieht. Bin ich heute eher schick oder wild? Ich glaube, ich mache mir einfach einen Pferdeschwanz. So fühle ich mich heute am wohlsten. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Cremegesicht. Jetzt sehe ich ja aus wie ein glänzender Apfel. Also das geht natürlich nicht. Viel besser. Und jetzt noch was auf die Lippen. Jetzt muss ich mich nur noch anziehen. Mal sehen. Hier ist ja mein Rock. Den habe ich schon überall gesucht und da hängt er ganz brav im Schrank. Wenn das nicht mein Glückstag ist. Obwohl, ich glaube, Christian und Kikaninchen wollten Fahrrad fahren gehen. Da ist der wohl nicht der Richtige.
Knie ist gut. Und jetzt noch ein T-Shirt. Das rote, das orange, das lilane oder das grüne? Ich nehme das lilane. Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Ach ja, und die Socken nicht vergessen. Jetzt fehlen noch die Schuhe. Welche nehme ich denn heute? Die Gummistiefel? Nein, es regnet ja gar nicht. Die schicken Schuhe? Die sind wohl eher unpraktisch zum Fahrradfahren. Ja, ich nehme die Turnschuhe. Die sind super zum Fahrradfahren. Fertig. Geföhnt, gebürstet, gecremt, geschminkt. Die Schuhe, die Socken, die Hose, das T-Shirt. Hab ich irgendwas vergessen? Nö. Doch. Mein Fahrradhelm. Den brauche ich doch zum Fahrradfahren. Bis bald. Dibbe, dibbe, dab. Oh, hallo, Kikaninchen. Komm, wir Gabel stapeln Glück, komm, wir gehen nie zurück. Komm, wir haben keinen Plan, zusammen sind wir Marzipan. Du und ich. Du und ich. Komm, wir starten Quatschraketen hoch hinauf zum Spaßplaneten. In den Kichersee und gleich, wir suchen einen Schachbrettplatz. Du und ich. Und miam, miam. Mit bunten Konfetti und lautem Tamtam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Komm, wir erfinden eine Welt. Eine Welt, die uns gefällt. Eine Welt, die sich um uns dreht. Die uns versteht. Und ich. Und miam, miam. Mit bunten Konfetti und lautem Tamtam. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Ein Tag, den ich mag. Komm, lass uns spielen. Heute ist ein schöner Tag. Alle von ganz vielen. Ein Tag, den ich mag. Super fantastisch. Nur du und ich. Hallo. Und plötzlich wacht er auf. Irgendwer hat ihn gepikst. Er schaut sich in der Höhle um und entdeckt einen Igel. Was macht der denn hier? Denkt sich der Bär. Er versucht ganz vorsichtig, den Igel an den Rand der Höhle zu schieben. Dabei wacht er auf und sagt, warum weckst du mich denn? Es ist doch noch mitten im Winter. Du hast mich gepiekst, sagt der Bär. Entschuldigung, sagt der Igel. Aber da kann ich nichts für. Denn wie du siehst, ich bin ein Igel und Igel haben nun mal Stacheln und Stacheln pieksen und da kann man nun nichts machen. Sind wir nun Freunde? Ich glaube schon. Und die beiden legen sich hin und versuchen weiter zu schlafen. Aber plötzlich haben die beiden ein Problem, denn sie können nicht mehr einschlafen. Dabei brauchen sie doch ihren Winterschlaf. Sollen wir ihnen helfen? Gute Idee, Kikaninchen. Aber wie? Ich hab's. Wir singen den beiden ein Schlaflied. Ja! Aber welches Schlaflied wollen wir singen? Schlaf, Kindlein, schlaf. Toll, das ist ein schönes Schlaflied. Jeder, der Lust hat, darf mitsingen. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hüt die Schaf,
Die Mutter schüttelt's Bäumelein, fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf, schlaf, Kindlein, schlaf. Die Mutter hüt die Schaf. Schlafen die beiden jetzt? Hallo Christian, machst du jetzt auch Winterschlaf? War nur ein Spaß. Hui. Tschüss, macht's gut. Dibbe, dibbe, dab. Ja, es war einmal eine Giraffe, die hatte einen langen, langen Hals. Die Giraffe heißt Gerda. Ja, genau. Aber Gerda ist keine normale Giraffe. Gerda ist eine ganz besondere Giraffe, weil Gerda immer ganz verrückte Ideen hat. Zum Beispiel isst sie gerne Bananeneis. Ja, mit Ketchup. Die anderen finden das voll eklig. Sie wundern sich, weil Gerda immer so verrückte Ideen hat und fragen sich, was wird Gerda wohl als nächstes machen? Gerda macht Kaugummiblasen. Riesengroße. Die anderen schütteln mit ihren Köpfen und sagen, Gerda, Giraffen machen sowas nicht. Das ist total ungiraffig. Hä? Aber wieso? Gerda denkt sich auch, dass eine Giraffe immer mal wieder was Neues ausprobieren muss. Und hat auch schon eine Idee, was sie als nächstes machen will. Was denn, Jule? Gerda will einen kuscheligen Schal für ihren langen Hals. Die anderen Giraffen sagen, Gerda, es gibt keinen Schal auf der Welt, der lang genug ist für deinen Giraffenhals. Wirklich? Ist das so? Das will Gerda erst mal sehen. Sie geht in das beste Schalgeschäft weit und breit. Ja und? Gibt es da einen Schal für Gerda? Gerda probiert einen Schal nach dem anderen an. Aber alle sind viel zu kurz. Oh. Es gibt wirklich keinen Schal, der lang genug ist für einen Giraffenhals. Oh, arme Gerda. Und die anderen Giraffen lachen sie aus und sagen, siehst du, haben wir dir doch gesagt, es gibt keinen Schal, der lang genug ist für einen Giraffenhals. Da ist Gerda sehr traurig. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie näht ganz viele Schals zusammen. Ja, genau. Sie näht 23 Schals zusammen. Gerda, 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 Gerda. Gerda. Oh, jetzt hat sie endlich einen langen, bunten, kuscheligen Schal für ihren Hals. Hurra, Gerda hat einen Schal. Und die anderen Giraffen staunen nicht schlecht. Sie sagen, toll, Gerda, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Gerda ist toll. Bis dann. Dibbe, dibbe, da. Hallo! Dibbe, dibbe, da. Arthur, komm mit! Hallo, Kikaninchen! Ui, es ist Geisterstunde! Gruselig cool! Yeah! Wir tanzen mit! Monster Party, wow! Monster Party, wow! Monster Party, Monster Party, Monster Party, wow! Monster Party, ich mach Boom! Monster Party, was machst du? Monster Party, wow! Monster Party, wow! Monster Party, Monster Party, Monster Party, wow! Dibbe, dibbe, da! Dibbe, dibbe, da. Vielleicht müssen wir das Gespenst in Gespenstersprache rufen. Echt? Wie geht das? Das ist ganz einfach. Alle Wörter enden auf Hua. Hallo, Hua. Gespenst, Hua. Dann los. Hallo, Hua. Gespenst, Hua. Du hast uns aber erschreckt. Schön, dich zu sehen, kleines Gespenst. Es kann dich nicht verstehen. Das heißt doch schön, Hua, dich, Hua, zu, Hua, sehen, Hua. Gespensterisch ist super. Tschüss, Hua. 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 Das war gespensterisch. Hua. Hua.
Viel Spaß noch. Dibbe, dibbe, dab. Hey, hallo. Schön, dass du da bist. Ich bin's, Christian. Ich habe heute Lust zu tanzen und zu reiten. Und ich kenne ein ganz tolles Lied dafür. Den Wackeltanz von Cowboy Zappelbein. Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. Moment, da fehlt noch was. Ah. So, jetzt kann's losgehen mit dem Wackeltanz von Cowboy Zappelbein. Wadu, 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 wadu. Wadu, 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 wadu. Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. Ich bin Cowboy Zappelbein und tanzen finde ich richtig fein. Ich tanze nicht gern für mich allein und lad dich ein dabei zu sein. Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. So, wer Lust hat, wackelt jetzt einfach mit. Zuerst wackeln wir mit dem Kopf von oben nach unten, wie ein Wackeldackel. Los geht's! Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. So, jetzt wackeln wir mit den Schultern hoch und runter. Los geht's! Hm? Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. Jetzt kommen die Arme dazu. Nach vorn, wie beim Reiten. Los geht's. Seid ihr alle auf dem Pferd? Auf geht's! Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. Und jetzt probieren wir alles zusammen. Den Kopf, die Schultern und die Arme nach vorn. Wie ein Cowboy auf einem Pferd. Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. So, nun sitzen wir auf dem Pferd und reiten. Oh, was ist denn das? Ein Hindernis. Juhu! Yo, jetzt reiten wir mal nach vorne. Juhu! Oh, guck mal nach vorne, da kommt ein Wassergraben. Ah! Juhu! Und was kommt denn da? Ein Zaun. Ja! Oh, das war knapp. So, kommt, eine Runde reiten wir noch, weil es so Spaß macht. Hm? Auf geht's! Wackel, 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 ich wackel wie ein Wackelschwanz. Wackel, wackel, wackel und tanze den Wackeltanz. Juhu! Juhu! Ruhig, Brauner, ruhig. So, ganz langsam. Jetzt steigen wir alle von unserem Pferd runter. Den ersten Fuß, den zweiten Fuß. Das hat Spaß gemacht, oder? Tschüss, sagt euer Cowboy Zappelbein. Tschüss, Cowboy Zappelbein. Puh, bis zum nächsten Mal. Haus. Ein buntes? Na gut, also ein buntes Haus mit ganz vielen schönen Farben. Das konnte man schon von Weitem sehen, weil die Farben so leuchteten. Oh. Darin lebte eine Familie mit vielen Kindern. Und mit Kühen. Und mit einem Hund und einer Katze. Und Marie und ihre Ziege. Ja, genau. Die Ziege war nämlich das Lieblingstier der kleinen Marie. Eines Tages, es hatte die ganze Nacht über richtig doll geschneit, wollten die großen Brüder einen Schneemann bauen. Marie wollte auch mitmachen, aber die Brüder ließen sie nicht. Die riefen, Ziegenmarie, das kannst du nie! Ziegenmarie, das kannst du nie! Das kann sie wohl! Tja, sie ging enttäuscht in den Stall zu ihrer Lieblingsziege. Aber die Ziege war weg. Wo ist sie? Mäh, mäh. Das kam von ganz oben, vom höchsten Berg. Dort oben stand die Ziege im Schnee. Sie nahm Anlauf und rutschte den Hang hinunter. Vor sich her schob sie Schnee. Mehr und mehr! Das ist ja eine echte Schneemannkugel. Marie wollte auch eine Kugel machen. Ja. Und ging auf den Berg. Sie hatte aber ein bisschen Angst. Wir müssen ihr gut zureden. Oh. Trau dich, Marie. Trau dich. Lauter. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Ja, los, trau dich, Marie. Sie traut sich. Yippie. Oh. Guck mal, so eine große Kugel. Als Marie unten neben der Ziege ankam, hatte sie zwei riesengroße Schneemannkugeln. Ihr Schneemann war so groß, dass man ihn schon von Weitem sehen konnte. Die Brüder riefen, Schneemarie, du bist ein Genie! Das war eine tolle Geschichte, Christian. Hui! Mach's gut. Und hopps! Dibbe, dibbe, dab.
Anni! Ja? Komm! Oh, hallo! Hallo! Hax! Na, willst du spielen? Ja! Warte, ich such mal. Was sollen wir denn spielen? Mal schauen! Die Kaninchen? Ja. Tut mir leid, ich glaube, das ist nur noch Müll. Ja, das ist Müll. Damit wollte ich schon immer mal spielen. Was? Ach so, sollen wir Müllabfuhr spielen? Mhm. Super Idee. Juhu! Wenn ich groß bin, werde ich Müllmann oder werde Müllfrau sein. Dann leere ich Tag aus Tag ein Müll in meinen Müllwagen rein. Ich fahre dann von Haus zu Haus, wo die Mülltonnen stehen. Ranrollen, einhängen, Knopf gedrückt, dann kannst du den Müll verschwinden sehen. Zuerst hebt sich die Tonne hoch, der Deckel öffnet sich ein Stück. Der Müll, der rappelt in den Wagen, die leere Tonne kommt zurück. Wenn ich groß bin, werde ich Müllmann, dann werde Müllfrau sein. Dann leere ich Tag aus Tag ein Müll in meinen Müllwagen rein. Was ist das denn? Oh, hey, Affe! Du kannst doch deinen Müll nicht einfach aus dem Fenster werfen. Müll gehört in die Mülltonne. Ja, und zwar in diese hier. Bananen sind nämlich Biomüll. Ja, genau. Hey, da ist noch eine. Die kriegen wir. Los, dahin. Okay, jawohl. Da lang, schneller, Anni. Yippie! Da noch eine. Gefangen. Und noch eine. Wieder gefangen. Da vorne. Und noch eine. Schnell, da. Juhu. Noch eine. Geschafft. Schau mal, Anni. Der Affe hat keine Schalen mehr. Wir haben gewonnen. Juhu. Wir sind die Müllabfuhr. Genau. Und du, lieber Affe, tust deinen Müll beim nächsten Mal direkt in die Tonne. Aber jetzt müssen wir los. Jawohl. Mülltonnenrunde. Tippe, tippe, tapp.